Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Under a New Sun. Ach, herrlich. Kann ich eigentlich die Drohne auch mit der Machete zerlegen? Ja, das geht auch. Okay. Denn die Machete, die haben wir noch gar nicht so wirklich eingesetzt. Oh, wir haben viel... Oh, sehr gut. Ich wollte gerade sagen, wir haben viel Hunger und Durst. Kann ich die auch? Ah ja. So, dass wir wirklich die Axt nur für Axtsachen nehmen. Dann lege ich die nämlich mal, dann mache ich mal die Machete auf die 2 und lege die Axt auf die 3. Ah, ja, wunderbar. Sehr gutes Frühstück. So, Wassersammler hat sogar 4 Wasser gesammelt über Nacht. Kondenswasser wahrscheinlich. Weil geregnet hat es ja nicht wirklich. Schaufel haben wir dabei, sehr gut. Also zuerst mal schauen wir jetzt mal nach dem Eisen. Aber ich frage mich nicht, wo das Eisen war. Und die mache ich gleich weg, sonst lad sich nachher mal drauf. So, dann 4 ist das Messer. Nehmen wir auch mit. Wo war die Höhle? Au, da bei der Schlange. Verdammt nochmal. Dämliche Schlange. Ist es fies, die hier zu postieren. Ah, vergiftet. Verdammt. So, mal sehen, ob es sich überhaupt lohnt. Hier ist eins. Hier ist noch eins. Vielleicht muss ich die Steine hier wegmachen. Damit neue spawnen, wisst ihr? You know? Kann ja passieren, kann ja sein. Und um die Spitzhacke ist nicht so schade. Ich probiere es mal aus. Dass manchmal Steine spawnen und manchmal Eisen. Aber theoretisch, wenn ich jetzt hier den Stein abbaue und hier raus schaffe. So. Dann könnte hier ja theoretisch Eisen spawnen. Oder aber es spawnt wieder Stein, weil Stein halt nachspawnt, aber Eisen nicht. Was ziemlich kacke wäre, weil man aus Stein ja nichts bauen kann. Außer halt craften, so ein paar Sachen. Also von dem her, naja. Kann natürlich auch sein, dass deswegen kein Eisen spawnt, weil hier überall jetzt Stein rumliegt. Schon wieder kein Platz. Mache ich jetzt hier einfach mal alles weg, was hier drin ist. Und wir kommen dann hier wieder vorbei. Allein schon wegen dem Schwein.
Komisch, das geht nicht. Warum treffe ich das nicht? Ich kann mich halt auch nicht hincrouchen. Es gibt kein Crouchen. Ah ja. Da kommen neue Steine vom Himmel. Aus dieser Richtung. Dass auch ja hier in die Höhle mich reintreffen, mich treffen. Und mein Boot zerstören. Boah, das wäre fies. Dann wären wir hier auf der Insel erstmal fett gefangen. Können wir erstmal gucken, dass wir hier so ein lumpiges Floß zusammenzimmern. Boah, das wäre furchtbar, wäre das. So, okay, also kein Eisen. Dann versuche ich jetzt Lehm zu finden. Was allerdings ein relativ schwieriges Unterfangen sein kann. Weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo der Lehm war. Ich habe gar keine Ahnung. So, ist mein Schiff noch da? Ja, Schiff ist noch da, brennt nicht, alles gut. Irgendwie war der Lehm nicht hier irgendwo. No space in inventory. Eisenklumpen, was? Das sind jetzt doch Eisenklumpen. Oh, geil. Das waren früher einfach nur Steine. Jetzt sind es doch Eisenklumpen. Dann muss man jetzt quasi gucken, wo die gelandet sind. Die kleinen Dinger. Das ist ja cool. Wenn das jetzt tatsächlich Eisenklumpen sind. So soll es ja eigentlich auch sein. Meteoriten sind ja eigentlich theoretisch Eisenklumpen. Also zumindest, ja, oder keine Ahnung, Meteorgestein oder wie auch immer. Oh, da ist, oh ja. Das habe ich gesucht. Das brauche ich. Natürlich. No space in inventory, weil wir Stöcke dabei haben. Weg mit euch. Es fällt euch ein. Hier rumzustocken. Hier aufzustocken. Oh, wo ist die Klapperschlange, die Olle? Die Olle Trudel. Will da nicht reinlatschen. Oh, ich will noch mehr Eisenklumpen finden. Ja, hat sie ja schließlich schon ein paar Dinger runtergejagt, ne? Oh, da ist doch einer, oder? Ah, komm. Ach komm, das ist doch einer.
Das ist doch ein Eisenklumpen, Mann. Ich kann den nicht nehmen. Ach so, nee, vielleicht ist doch keiner. Ja, das sind nur so blöde... Ach Mann. Blöde Textur. Dinger. Okay, jetzt bin ich auf Eisenklumpenjagd. Vorher war ich auf Dingensjagd, auf Lehmjagd, jetzt bin ich auf Eisenklumpenjagd. Boah, das ist mies, dass hier solche Dinger am Strand sind. Solche Texturen. Oh, geil, da haben wir nochmal. Und ich muss zum Boot zurück. Ich muss zum Boot zurück. Mann, ich will noch mehr Eisenklumpen. Wenn wir schon kein Eisenerz finden, dann will ich wenigstens noch ein paar Eisenklumpen finden. Sind ja doch bestimmt hier ein paar runtergekommen. Ja, da hätte man natürlich dann in dem Fall, müsste man dann natürlich rausstehen und schauen, wo die einschlagen tatsächlich. Halt die Klappe. Achso. Ja, wir haben ja noch. Platz für kleine Fleische haben wir noch. So, also dann erstmal Lehm. Eisenerz, Eisenklumpen, diese blöden Boards, die Kabel und die Fleischdinger sind soweit in Ordnung. Ja, ist relativ viel Fleisch. Die hier sind auch soweit in Ordnung. Ich glaube, wenn man die einmal rumgewürfelt hat, dann verderben die gar nicht mehr. Kann das sein? Oh, aber sag das ja nicht dem Entwickler. Oh, aber was wir dem Entwickler sagen sollten... Oh, ich bin nicht mehr vergiftet, das ist gut. Aber ich brauche dringend was Kokosnussiges zwischen die Beißerchen. Ah, verdammte Mistkrebse. Wenn man die wenigstens roh essen könnte und die dann Wasser bringen. Ich meine, klar, ich könnte mir die braten. Aber dann habe ich wahrscheinlich noch mehr Durst. Und hier ist leer. Benötigt Regen. So. Das ist ein normaler Stein, okay. Liegt hier nicht vielleicht noch irgendwo ein Eisenklumpen rum? Hatten wir hier nicht einen Baum mit irgendwelchen Früchten auch mal? Ich dachte, wir hätten hier auch einen Baum mit irgendwelchen Früchten. Einen fruchtigen Baum.
Tja, jetzt, wo ist eigentlich der Kollege? Hier war doch auch irgendwo ein Kerl. Der Captain. Wir haben doch hier irgendwo auch den Captain gefunden. Das müsste doch auch hier gewesen sein. Oh, da ist eine Banane. Die bringt wenigstens ein bisschen was. Aber nur Nahrung, kein Wasser. Schade. Wo ist er, der Captain? Der war doch hier irgendwo so am Rand. Ist das? Nein. Das sind meine Steine, die ich da rausgeholt habe. Hier aus der... aus der Dingens. Eisenklumpen? Nein. Da ist er. So, da ist nochmal ein Zettel, den wir nicht lesen können. Und dieses Ding hier, was gar nicht wirklich irgendwas ist. Und hier auch nochmal, können wir nicht lesen. Captain Eddie Blake. Der hat uns aber hier auch nichts hinterlassen. Außer Trümmerteile und hier oben einer Box, wo aber glaube ich nichts mehr drin ist. Oh doch. Reis und Gemüse. Oh ja, geil. Toll. Hat nur Nahrung gebracht. Oh Mann. Hängt da eine Kokosnuss? Ja, da hängt eine Kokosnuss. Achtung, nicht die Füße brennen. Au. Verdammt nochmal. Okay, Kokosnuss. So, weg mit der Notiz. Die braucht kein Mensch. Oh, da ist auch eine. Wir müssen für die Heimreise müssen wir halbwegs genährt sein. Dass wir die gut überstehen. Ich würde zwar nicht Nein sagen, falls wir nochmal ein bisschen Lehm finden würden. Ich könnte hier auch noch einiges an Holz, also an Stämmen sammeln. Will ich aber jetzt nicht, weil ich will jetzt hier lieber weg, wieder nach Hause. Und dann mal in die andere Richtung. Mal in die andere Richtung weiterziehen. Wie sieht's denn aus? Gesundheitstechnisch und Hunger. Oh, Durst haben wir aber schon noch ganz schön. Ja, Durst. Oh, da ist noch eine. Was ist das? Stein? Ah, ich hab's auch nicht gegessen, ich Idiot. Und die hier ist irgendwo da oben. Ah, vielleicht fällt sie ja runter. Vielleicht auch nicht. Vielleicht haben wir jetzt einen Pfeil weniger. Ich sollte das hier vielleicht nicht bei Nacht machen. Verdammt, da komme ich nicht hoch. Ich möchte aber gern die Kokosnuss haben. Die ich mir gejagt habe. Aber wo? Wo ist die?
Wo ist die Kokosnuss hin? Da ist sie. Wunderbar. Ja, so ist besser. So ist besser. Wieder ein Stein. Okay, ich mache mich auf zu meinem Bettchen. Oh, oh. Wir haben wieder ein Wildschwein. Stein. Wieso haben wir wieder ein Wildschwein? Oh, da liegt noch eine Kokosnuss. Versteckt im Eck. Ja, jetzt geht's uns gut. Und wenn ich jetzt nicht noch auf 5 Krabben drauf trete, dann sollte es uns auch noch bis morgen gut gehen. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen ins Bett. Ich speichere nochmal. Und dann sehen wir uns morgen, wenn es wieder heißt Time to Play, hier bei Under a New Sun. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.